Ja, herzlich willkommen wieder zurück zu Diablo 3 Saisoncharakter. Um vorneweg gleich mal was zu sagen, mir ist letztens ein kleines Malheur passiert. Und zwar war der Ordner, beziehungsweise die Festplatte, wo der Ordner der Aufnahmen drin sind, voll. Und dadurch hat die Aufnahme gestoppt und ich habe es leider zu spät mitbekommen. Naja, nun habe ich wie gesagt, einen kleinen Vorsprung zum letzten Part. Aber ich schätze mal, das wird uns nicht stören. Ich habe ein Portal offen. Es müsste eigentlich noch da sein, wo ich zuletzt war. Ist jetzt auch schon ein paar Tage her, die letzte Aufnahme. Ja, komm, lad schneller. Genau, jetzt sind wir. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Warte mal, kurz Lex. Ah, okay. Ja, ich werde das immer noch auf niedrig spielen. Wie gesagt, meine Grafikkarte ist halt leider noch nicht da. Deswegen werde ich erstmal nur auf niedrig spielen. Aber ich denke mal, so macht es keinen Unterschied. Deswegen, ja. Nun konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Na, habt ihr immer noch nicht genug? Kurz den Abfallkolben mit die Vasen. Mit die Vasen, genau. Macht das immer so mit die Fernseher. Glaube, das wird wohl nix. Na gut. Wir sind soeben in Tristram. Wir werden das sofort aktivieren. Noch schnell die Schreibnerbeuten holen. Krankhafter Schatten hat sich über das Anwesen gelegt, das wir nun unser Heim nennen. Der junge Albrecht jedoch scheint sich in unserer neuen Wohnstätte wohl zu fühlen. Vielleicht leide ich einfach nur an einem Ungleichgewicht des Gemüts. Hervorgerufen durch den Kürbis. Haltet euch von ihm fern. Diese Bürde muss ich allein tragen. Möge der Tod euch Frieden schenken, Liorin. Verräter, selbst dem Tod werden die Armeen Kaduras weiterhin ihrem König dienen. Selbst wenn ihr es nicht tut. Na gut. Dude, können wir weiter. Nur mal so für die, die das halt noch nicht gesehen haben. Habe ich es jetzt mal gelassen. Ihr wagt es, das Lebenswärme in mein Grab zu tragen? Komm, laber nicht zu viel. Müssen wir auch bald, also es dauert nicht mehr lange, sind wir beim Skelettkönig. Und ich hoffe, dass wir eventuell mal eine bessere Waffe bekommen. Okay, das ist sehr schön schon mal. Kriegen wir schon mal mehr XP. EX-Fahrung, genau, wollte ich gerade sagen. XP. Und
Türchen rein. So. Das Zeug hier auch mal weg. Das dauert etwas zu lange, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay, da lohnt sich's doch mal, die Vasen kaputt zu machen. Hatte ich auch noch nicht jetzt. Coole Sache. Man weiß, vielleicht muss man erst eine Triade Vasen kaputt machen, damit sowas mal raushauen. So, schauen wir doch gleich mal, die uns was nützt. Na, aber sehr viel. Die nehmen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir hier... ich bin hier im Kampf. Ein Ding der Unmöglichkeit. Okay, dann bin ich halt im Kampf. Na gut, wir nehmen das jetzt trotzdem. Moment. Ja, wir nehmen die jetzt einfach. Und nachher stellen wir noch ein, dass wir... na, sag mal gleich... eine Zweihandwaffe und ein Schild tragen kann. Oh, das ist cool. Na da. Fangen wir mal an. Halt sehr sehr langsam das Attack Speed, aber ja, macht nichts. Wir haben ja Zeit. Wir werfen einfach mal ein paar Hämmerchen. Ja, ich sage, es ist halt jetzt sehr, dauert jetzt ein wenig, aber ich denke mal, das ist ja kein Problem. Geht ja fix eigentlich. Und da wir ja auch schwer spielen, dauert es sowieso noch mal ein kleines Stückchen. Machen wir einfach den Hammer. Genau, renn schön rein, du Dussel. So, dann mach's mal gut. Und tschüss. So. Oh, noch was Legendäres, okay. Doch gelohnt. Oh ja, das Pferd ist cool. Das nehmen wir. So, und jetzt nehmen wir hier das hier. Ah. Wir behalten die Waffe erstmal. Schön. Machen wir schon mal die Krone. Das Oberteil. So. So, so, so. Na, sieht doch schon viel cooler aus. Na gut, jetzt nicht durch die Grafik, aber. So, jetzt befreien wir noch schnell hier unseren Türeil. Und halt.
Ich wollte in die Stadt. So. Kann ich hier nicht tun. Ja, sieht doch ganz in Ordnung aus, die Waffe. Ja, Felder des Elends. Werden wir sofort tun. So, das ist mir. Immer mal ein paar kleine FPS-Lags, wie gesagt. Es ist durch die Grafikkarte. Aber ich denke mal, das wird sehr bald behoben sein. So, jetzt werde ich erstmal was zur Hölle war das jetzt? Heute versorgen die Neustrichkram Workhams mit ihrer Ernte. Ich verstehe, warum das jetzt so lag. Ich habe die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende. Waren die Kasra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Wüsterei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Suche nach der, ach ja, Hölle der Kasra. Von Angriffen durch die Kasra berichtet. Was suchen wir jetzt noch? Eine Falle, lad schon mal durch. Oh. Da oben ist ein Event. Das werden wir gleich erledigen. Gibt's auch wieder gute XP und ein versteckter Händler. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Lasten. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Komm mit, mein Templer. So. Helfen wir natürlich. Geht ja ganz fix hier. So, dort. Und das letzte noch. Ich benötige mehr Zorn. Na, kommst du her? Ja, klar, ich benutze das Schild und... So.
schön. Halt, jetzt benutzen wir erstmal diesen Mist hier weg. Genau, benutzen wir Eisenhaut. Genau, das habe ich gewartet. Unsere Angriffsstärke, Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt erhöht. Genau, das brauchen wir, wenn wir eine Zweihandwaffe haben. So. So. Okay, weiter geht's. Greifst du mal an, bitte? Ach, warum habe ich bestrafen genommen? So, ich habe mich schon gewundert, warum greift er jetzt nicht an? Kleines Missverständnis. Wenn wir die Höhle gefunden haben, werde ich jetzt mal einen Break machen. Und ja, werden uns dann beim nächsten Part sehen. Aber wir haben ja noch eine Weile, bis wir die Höhle gefunden haben. Und dann werde ich erstmal meine, wie man sieht gerade, ging es gerade schön runter. 10 FPS gerade nur gehabt, warum auch immer, ich verstehe das nicht. Naja. Jetzt habe ich gerade ein Lag, okay. Okay, Ping ist aber normal. Also diesmal war es kein FPS-Lag, deswegen hat mich das jetzt gewundert. Also meine Internetverbindung kann es nicht liegen. So, das sind wir bei der Höhle. Warte erstmal den Part beenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin.